Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel. Mein Name ist Dirk und wir spielen heute wieder Boy in the Blob, Trouble on Blobolonia. Und so wie es aussieht, sind wir auch endlich auf Blobolonia angekommen. Mit unserer Rakete durch den Weltraum geflogen, ohne sämtliche Sauerstoffausrüstung für den Jungen. Also, eigentlich müsste er tot sein. Aber dann wäre das Spiel ja auch zu Ende. Und wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Ah, Marshmallows. Sehr schön. Ich glaube, da ist das die einzige Bedingung, wir dürfen sie nicht berühren. Und ich hatte es schon mal leicht angetestet, es gibt nichts, was an Schutzmaßnahmen gegen die wirkt. Also, du Scheibe. Weder der Umbrella, also der Schirm hilft nicht, die Blase hilft nicht, die Blowtorch hilft, der Flammenwerfer hilft nicht, um die Dinger zu rösten. Das Einzige, was uns helfen könnte, ist der Vita Blaster, den wir jetzt haben, also mit Orange verwandelt sich unser Blob in den Vita Blaster. Wir können Vitamine verschießen, wir können auch durchschalten, Vitamin A, B oder C. Ich habe auch noch keine Ahnung, was was macht. Ich glaube, gegen diese hier scheint das alles gleichermaßen zu wirken. Wir können ja mal den wieder fallen lassen, die falsche Taste. Also mit B können wir den abfeuern, Vitamin C setzt offensichtlich zurück, Vitamin A auch und Vitamin B auch. Dann nehmen wir mal C, da haben wir nämlich genug vor. Die Frage ist jetzt nur, wie kommt man denen vorbei? Also wir müssen uns das irgendwie so hinbauen. Wie wären das? Was wären das für eine Form? Wellenform, ne? Dass wir da in der Welle sozusagen mitschwimmen können. Also mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das sieht fast wellenförmig aus. Ja, die ersten vier hätten wir soweit. Ich kann dazwischen glaube ich auch nicht anhalten, ne? Da ist das nicht präzise genug für. Beinahe. Nächster Versuch, fast gestorben. Könnte ich das vielleicht auch so einfach? Ja, oder wir laufen einfach durch. Ah, du Scheiße! Ah, diese Steuerung! Mein Gott! Hä? Die hatte ich aber schon. Wieso sind die so lang? Ach so, den Teil, den ich geschafft habe, der bleibt immer. Boah. Boah. Nein! Die hatten wir aber schon mal. Was ist das denn für eine... Das Spiel hat sich vom Puzzlespiel in Geschicklichkeitsspiel verwandelt. Ah, nicht so. Oh, achso, die verschwinden da einfach. Was zur Hölle war das? Was ist das? Es explodiert, aber... Ja, ich habe wieder Blaster fallen lassen. Ich warte jetzt erstmal ab, bis sie unten sind. Ach, das tötet einen überall. Was ist das? Ja. Okay, wir sind den komischen Marshmallows ausgewichen. Das hat mehr oder weniger geklappt. Jetzt haben wir explodierende Kirschbomben, die alles töten, egal wo man ist. Also müssen wir sie wahrscheinlich rechtzeitig abschießen und das hat nicht geklappt. Beim nächsten Mal. Das heißt, wir haben jetzt den Vita Blaster ausgepackt. Und ich hoffe mal jetzt einfach, wenn ich da reinlaufe, dass ich die rechtzeitig treffen kann. Nein, kann ich nicht. Aber ich war nah dran. Das versuchen wir gleich nochmal. Hallo? Okay, doch nicht so schwer. Gott sei Dank haben wir genug Vitamin C. Oh Gott, was ein Akt. Ich traue mich ja kaum weiterzugehen. Da kommen wahrscheinlich noch mehr davon, oder? Alle erwischt. Ich hoffe, wir haben genug Vitamine. Also... Da darf ja nicht einer den Boden berühren. Jetzt auch nicht mehr so viel mit Puzzle zu tun, oder?
Oh. Ein Bildschirm ohne Gegner. Noch ein Bildschirm ohne Gegner. Bestimmt aufgrund des Level-Designs. Ich habe so ein bisschen Angst, was als nächstes kommt. Eine Wand. Was ist das? Soll wohl Mais sein. Oh nein, die kommen immer wieder. Und töten einen. Oh, wer hat sich das denn einfallen lassen, bitte? Schnell weiter. Oh, da kommen schon die nächsten. Was ist das? Was zur Hölle? Wie soll man das denn bitte schaffen? Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir uns jetzt bis in diesen, in Anführungsstrichen, hohen Level hervorgekämpft haben, unter unendlich vielen Safe States, und wir hätten es nie, aber auch wirklich nie von alleine bis hierhin geschafft. Weil man immer exakt wissen muss, was auf dem nächsten Bildschirm kommt. Lauf, Forest, lauf! Wow. Okay. Das hat soweit funktioniert. Was kommt jetzt? Der große Maiskönig? Hm, ein Haus. Okay, wo sind wir? Es hat sich gerade von... Wir waren in der U-Bahn, wir sind auf einen Planeten geflogen, wir wurden von Maisanten und Marshmallows attackiert und sind jetzt im Todesstern? Sieht nicht gut aus. Das sieht aber machbar aus. Hoffe ich. Wieso kann ich hier nicht weiter... ich kann nicht weiterlaufen. Was ist das denn? Wieso kann ich denn hier nicht weiter... Was ist das denn hier? Ich kann auch nicht zurück. Was? Okay, ich muss anscheinend Marshmallows abschießen. Da kommen auch andere. Mhm. Ja, dann können wir jetzt hier Marshmallows abschießen bis zum St. Nimmerleinstag, aber... Ah, ich glaube, die sind was anderes. Ach so, man muss nur die abschießen. Und dann geht's weiter. Woher zur Hölle soll man das wissen? Moment mal, hier war ich schon mal. Wie bitte, schon wieder? Wieso? Okay. Ich bin so ein bisschen irritiert, was ich hier machen soll. Anscheinend dreimal die komischen Dinge abschießen. Hoffentlich habe ich genug Vitamine dabei. Drei. Vier. Shit. Ah, hätte ich noch kriegen können. Fünf. Habe ich das auch auf? Achso, das ist einfach zweimal hintereinander das gleiche. Wo bin ich denn jetzt? Oh, mit dem letzten Leben auf dem Mars. Wo bin ich? Hm. Okay, wir laufen in einer Höhle. Wir sind in einer Höhle. Man kann nach oben. Sollte ich mal das Trampolin benutzen? Komm, wir versuchen mal das Trampolin. Ich hab... Vielleicht ist da oben irgendwas, was uns hilft. Und es ist eh das letzte... ein bisschen hier hinkommen, bitte. Es ist eh das letzte Leben, also da können wir jetzt ein bisschen experimentieren. Nee, ein bisschen zurück. Nein, ein bisschen weiter. Ach, oh, Herrgott. Okay, gehen wir mal davon aus, dass wir eh nach... Stopp!
nach rechts weiter müssen. Sag mal, wie schwer kann das denn sein, diesen Blob da zu positionieren, wo man ihn gerne... Na komm, hier, friss. Wo man ihn gerne hätte. Das klappt nicht, oder? Doch. Oh, da ist ein... Was ist das denn? Muss ich das... Brauche ich das? Brauche ich das? Das brauchen wir bestimmt. Komm. Komm mal hier hin, wir probieren das mal aus jetzt. Genau. Hier haben wir noch genug Trampoline. Vielleicht ist es auch was, was uns umbringt. Das wäre dann... Ist bestimmt was Gutes. Es war ein Leben. Ein Leben. Nee, und was ist es? Nee, es ist kein Leben. Was ist das? Das hätten wir die eben sammeln können, statt abzuschießen? Woher hätte ich das wissen sollen? Ich weiß ja nicht mal, was das ist. Haben wir schnell wieder Vita-Blast. Ach, wir gucken mal so. Zähne. Echt jetzt. Nach welchem Muster denn? Nach gar keinem. Wie komme ich da denn durch? Kann ich dazwischen anhalten? Wenn ich gut bin, ja. Oh, ich bin gut. Ha. Funktioniert und gleich nochmal. Das ist doch wirklich lang, also vom Level-Design her mal faul. Regelrecht faul. Was habe ich denn da oben mit allem eigentlich? Das irritiert mich immer noch. Was ist das? Grüne Scheißerhaufen und ab und zu was, was wir vielleicht sammeln können. Wo ist die Brücke? Wieso kann ich mich nicht bewegen? Ah, ich kann da nicht hin. Vita Blaster. Wieso hab... Was war das? Wieso können die da raus? Und woher soll man das wissen? Ja. Okay. Wieder mal eines besonders überraschenden Todes gestorben. Wir sehen uns in der nächsten Folge.